Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Trine 2 mit Snoop. Hallo. Und TPNX. Hallo. Und natürlich mir, Elo. Ich habe hier mal versucht, ein Multiplayer-Spiel aufzumachen. Wie gesagt, verzögerte Rätselhinweise. Ich lasse das mal auf 2 Minuten. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das ist. Startlevel 2, so Schwebemodus. Aus Freund selbst alle. Wie? Schwebemodus, keine Ahnung. Nimm halt die Standardeinstellung. Ja, ist aus. Hardcore-Modus, mach mal aus, würde ich sagen. Ja. Ich mach mal den Schwebemodus einfach auf alle, was auch immer das heißt. So, Charaktermodus klassisch, ist super. Und jetzt müssen wir irgendwo auch noch Spiel starten drücken. Once upon a time, there were 3 valiant heroes. Chosen by a magical artifact called the Trine. You may have heard another tale of how they met. Let me tell you a story of their latest adventure. Something mysterious and magical was taking place in the forest. Okay, wir hätten Teil 1 spielen sollen. First of the 3 heroes was Amadeus, a wizard. Not perhaps the bravest or the most powerful, but he was clever and sensible. Then there was Pontius the knight, fearless protector of the realm, who loved good food, drink, and battle. Last but not least was Zoya, a thief. An entrepreneur. An entrepreneur. She was mysterious and only seen as a passing shadow on a cloudy night. Okay. So. Amadeus the wizard was asleep in his cottage. It was a place where he could study his fireball spell, hidden from the scornful eye of his wife. Hilft komisch. Ganz schön dicken Arsch. Wer ist das? Das ist der Zauberer. Ja, wer von uns? Turn it off. I'm sleeping here. What is it? Who's there? Aha, okay, wir alle. Yay! Okay, wir sind ganz viele Zauberer. So cool! Ich bin der blaue Zauberer. Nee, der bin ich. Nein, der blau. Also bei mir bin ich blau. Ich bin gelb. Ach so, nee, ich bin grün vielleicht auch nur. Warte mal. Ja. Im Licht sieht das anders aus. Okay, das ist ein Jump'n'Run, oder? Ja. Nee, so alles. Grüne Art, Zeitscroller, Rätsel, Jump'n'Run. Bewege den Cursor auf dem Felsblock. Blocked, but this wouldn't stop the great wizard Amadeus. Nein. Es passiert, wenn ich ihn auf mich fallen lasse. Oh, oh, ich fliege weg. Ah. Oh, wie langweilig. Aber guck mal, da oben leuchtet zum Beispiel schon mal irgendwas. Guck mal, da kann man draufstehen. Yay. Und dann das kann man. Ist ja geil. Warte, ich muss da nochmal hoch. Ja, komm. Wir müssen diese Kugeln sammeln, vermute ich mal. Hast ja, du da das oben ist, wenn du, wenn eine? Du. Wenn du alle Kugeln voll hast. Ja, ich hab alles, lass mich runter. Nee, da okay. Oben ist doch noch über dir eine, oder? Hast du die? Ach ja, stimmt, da oben ist noch eine, ja. Ich geht das Bild bei dir mit oder ist das wie bei Magica, dass das immer auf dich auf. Nee. Auf weil, mit, wenn ja? Ich auf dem Stein stehe, geht's mit, ja? Oh, das ist ja schon cool, ein großer Vorteil zu Magica. Kisten zaubern! Zeichne ein Quadrat? Alles klar. Ich hoffe, ich habe einen einfacheren Charakter nachher. Hier oben ist noch was. Ja, ja. Du wolltest die Tussi spielen. Warte mal! Nein! Ah, nein, hör mal auf! Da oben ist noch was. Jetzt kommt der keiner mehr rauf, doch da. Und hier oben auch noch. Muss nur mehr. Ach, guck mal. Yeah, Levelaufstieg. Das ist ja krass, aber warum sind mir 3 Zauberer? Ja, wegen Info und so. Ach so, Tutorial oder was? Tutorial. Tutorial! Gott. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Muss man hier nachher mitdenken in dem Spiel? Oder geglitscht? Geht das so? Es gibt schon Rätsel, die man lösen und muss. Und nach 2 Minuten kommt dann raus, wie das die Lösung ist, oder was?
Yay. Ich glaube, dann gibt's Hinweise. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Das wären lange Let's Plays. Danke. Stellt euch darauf schon mal ein, das wären lange Let's Plays. Ich komme hier nicht hoch, ich stelle mich gerade ein bisschen glatt an. Ja, sag ich, ja. Soll ich dir mal helfen? Nee, jetzt stellt ihr dich wieder da vorne raus. So, you want to know what's happening. Ich bin schon vorne. The trial. Not this again. Du schon wieder. Oh, ein Ritter. Pontius. Amadeus, get your things. We need to save the kingdom. What? Oh, this won't do at all, Pontius. I've children waiting for me to come home. I can't leave. But your magics are needed. The kingdom is in danger. Will this nightmare ever be over? Wir hätten Teil 1 echt spielen sollen. Da war Story davor. Amadeus knew that the heroes were needed once. Wenn's im Angebot ist. How did you end up here? Let me tell you. Ja, das kommt ja, jetzt sind wir drei Ritter. Das kommt ja noch dazu, ihr habt ja keine Ahnung, wie wir an dieses Spiel gekommen sind im Prinzip. Also Steam hat ja gerade diese Kartenaktion. Dieses, naja, sagen wir es nicht, Trading Card Game, weil das ist irgendwie keins. Ja, Trading Card Games mache. Ja, irgendwie Unsinn eigentlich. Halt, wer ist denn der Dicke da hinten? Das bin ich. Und irgendwie haben wir das Geld, was wir in diesen Karten jetzt schon investiert haben oder bekommen haben, irgendwie hier in dieses Spiel investiert. Also Knob vor allen Dingen. Ich habe 3 Kopien gekauft für das Spiel, weil ich mir gedacht habe, ja, warum nicht, ne? Wenn man schon ein bisschen Geld für nichts bekommt, dann kann man es auch gleich wieder rausblasen. Socken, genau, einfach mal raus damit. Und es war halt gerade im Angebot. Und dann ist ja, jetzt kommt ja das Perverse an dem Plan. Hier gibt's ja auch wieder Karten für. Ja, das stimmt. Ich habe aber, glaube ich, sogar schon, weil ich es ja schon mal ein bisschen angespielt habe, 2 schon bekommen und auch schon wieder verkauft. Ach, guck mal, jetzt kann man hier auch drauf. Das ist so wie bei... Wisst ihr, woran mich das ein bisschen erinnert? An Three Vikings. Ja, cool. Guck mal. Komm mal einer hier noch drauf. Yeah. 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 Und hier, die Vikings, das alte Liga-Spiel, ne? Ja. Genau, da werden wir auch da hochkommen müssen, irgendwie. The Trine! Nein! Never understood what exactly the Trine did. But he knew that the artifact was there to help. And so Pontius felt happy. He couldn't Pontius think of a war better Glück. Quest than saving his kingdom. Wollen wir da noch Untertitel einstellen? Ja, kann man, habe ich eingestellt schon. Ah, okay, gut, weil ich habe keine. Okay, ich bin Bogi. Also die Troller ist irgendwie ein Bogi und die kann... Ah, und da muss man länger halten, dass dann ein so ein Pfeil ein starker Pfeil ist, ich verstehe. Und die hat so ein Seil, okay. Boah, ja, das, krass. Das scheint ein bisschen... weniger chaotisch vielleicht am Ende zu werden als Magiker. Vielleicht müssen wir uns da dann sogar tatsächlich mal ein bisschen abstimmen. Nicht so wie Magiker. Rett mich! Aber im Augenblick ist es noch extrem verwirrend. Wer hat's geschafft? Ich hab's geschafft. Jawohl. Weil wir alle dieselben Typen sind immer. Ich war ja heute schon Held des Tages, von daher ist das in Ordnung. Das war meine. As quietly as a whisper. Sepp, immer dran denken, Geschichte wird von den Siegern geschrieben, ne? Oh Gott, ich sehe schon, ich hab den Jump-Man-Charakter. Wenn ich wirklich die Brille habe. Du wolltest die Tussi spielen. Oh, hier oben weiter drauf. Ist jemand oben? Ja, hier auf der Brücke liegen noch. Upsa. Ah! Ah! Ja, erinnert mich ein bisschen an Sonic irgendwie gerade. Komm da nicht hoch. Oh, man kann dann auch immer... fällt er nach oben? Man kann sich immer so weiterhangeln. Ja, der Tarzan. Naja. Drücke springen an der Wand, um höher zu springen. The time. How inconvenient. What are you doing here in the middle of the night?
Not back to your old tricks and thievery. Oh, there's a perfectly good explanation for this. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Shall we go then? Und dann so the trying had come for the heroes, and the adventure was ready to begin. Amadeus worried for his family, while Pontius looked forward to their new quest. Zoya, of course, imagined what fabulous treasure they might find. Ja, das bin eindeutig ich. So, mal gucken, ob das jetzt geklappt hat, dass jeder das gekriegt hat, was er sich ausgesucht hat. Haben wir uns doch eigentlich noch gar nichts ausgesucht. Doch, doch, beim Einsteigen war das, glaube ich, schon so festgelegt, so halbwegs, wer was ist. So? Ja, mal gucken, wer bin ich denn? Ich bin der hässliche Zauberer! Nein, ich will nicht der Zauberer sein, ja, okay, Alter. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Aber ich... Hä? Wie geht denn das? Warte auf Antwort. Hier, zack. Drück mal deine, drück mal die Zahl für Pontius, drück mal die 3, ich drück die 1 und dann tauschen. Aber ich spiel doch mit Gamepad. So, jetzt haben wir Ah, jetzt, getaucht. Ja, yay! Mats, da hinten schon, ja, an irgendeiner Wand. Ich will Ding holen. Ja, dann mach mal das Schild nach oben hier, damit Mars raufspringen kann. Ja, und? Dann? Boing! Lass mal gedrückt, dann klettert die manchmal so an Rändern hoch. Nee, schade. Ja. Aber warte mal, ich hab mal. Mach doch mal eine Kiste auf mein Schild. Yay! Boah! Unglaublich. Vor allem, mal die Kiste. Au! Oh, Achtung, nicht reinfallen. Ja, okay, wenn man unten in diese Dinger fällt, ist man tot. Oder kriegt man Schaden. Nee, du bist noch nicht tot. Ja. Kommen wir auch hier auch nicht ohne weiteres wieder raus. Jetzt. Oh. Ah! Au! Okay, kann mir heilen? Nee, nee. Nee. Das reckt mit der Zeit. Okay. Und wenn du tot bist, bist du tot. Also wie gesagt, ich habe mich gar nicht mit diesem Spiel sozusagen beschäftigt. Ich bin hier voll der Kacknoob sozusagen. Das reckt mit der Zeit, ehrlich? Bei mir nicht. So aus. Hau mal hier vielleicht, es gibt glaube ich auch so eine Heilbobbles, die man hier, hau mal, man finden kann. Hau mal bitte hier gegen, hier vor mir. Da. Ja, danke. Ah, und jetzt mal da oben. Wie du mich mit dann mach mal eine Kiste, dann können wir hier hochgehen. Vor allen Dingen, wir haben mit der Kiste war eben gerade auch ein bisschen Unsinn, weil du hättest mich ja einfach mit der Kiste auch hochheben können, ne? Ja, wir üben ja noch. Hier oben ist wieder eine Bubble. Ja, mach mal so eine Kiste und heb mich mal damit hoch. Theoretisch. Doch mal den Pontius hoch. Genau, weil das geht ja hier auch. Ah, warte, das war zu niedrig. Hier ist das Leben wieder voll. Das ist so eine. Ja, da oben ist noch einen. Rettungsstation. Ich sehe zwar nicht wohin, aber ich heb euch mal. Ja, ja, passt. Ach, das ist so eine Rettungsstation. Ich kann die auch drehen, die Kisten. Ist ja geil. Warte, ich muss mal Waffe wechseln. Okay. Jetzt kannst du mich eigentlich wieder hier hoch, immer oben sind ganz viele von diesen Viechern. Ah, hier, warte. Genau. Links, ja. Ja, noch ein Stück. Und jetzt ein Stück rechts wieder. Hm. Ja, passt ja oben. This water is really weit hoch, höher kann ich ja, nicht. Ja, tiefer. Jetzt einfach nach unten. Ja, und jetzt nochmal hoch. Ja, jetzt kommt das Wasser, sehr gut. So, jetzt kommt... Nee, mach mal wieder nach links das Ding. Ja, mach ich. Gut, sonst kommt hier nämlich Wasser runter. Ach, Fähigkeiten gibt's auch noch, okay. Yep. So, kann ich jetzt weiter, oder? Oh. Manchmal springt da nicht so richtig. Hier oben noch irgendwas? Nee, ist nichts mehr zu sehen eigentlich. Doch, da oben ist noch eine Bobble. Ja, wartet. Ah ja. Komm mal jemand drauf hier? Ja, ich probier's gerade. Boah. Oh, das war zu schnell. Sehr gut. Ach, manchmal kommen die Bobbles auch.
erst im Nachhinein. Weil ich hätte gedacht, da war ich schon. Oh. Ganz wichtig, nicht da runterfallen. Da oben sind ganz viele Bubbles, ne? Ich sehe die gar nicht. Wie? Ich dachte, was sind Bubbles da? Sind das keine Bubbles? Nö. Ne, das sind nur. Hühnchen. Sind nur Lampen, ne? Schiebt hier auf der Kiste durch die Gegend. Aua! Jetzt häng ich hier fest. Du kannst die Kisten auch nicht wieder kaputt machen, ne? Jetzt hast du gleich zwei Kisten, oder was? Ziele und drücke dann. Ja, was soll ich denn drücken? Ah. Intruders! Oh, Achtung, Gegner! Get your pocket stick. We cook the big fat one. Attack. Sie sehen aus wie Orkse. Ich war da einer hin und hau die. Hau die doch schon. Boah, Gamepad vibriert sogar. Dreh durch. Ja, so, das ist jetzt deine Aufgabe, die Platz machen. Yay! Is this what we're here for? Slaying goblins? Ja, was sagt doch mal ein Goblin? Straightforward quest. I like it. Kobolde, die zucken noch auf dem Boden, siehst du? Was ist das? Nicht so ganz cool, ja, ich hab alles hier. Den hier aber auch nicht hochheben. Dann. Ja, genau. Wie fies. Ah, okay, das war zu viel. Jetzt komm ich hier nicht. Na komm, ich helf dir. Warte mal. Ja, da kann ja man oder machen, so. Das so, lass mich mal hochfahren. Ich baue dir deine Kiste. Hey, wie komm ich denn jetzt da hoch? Warte mal, Sepp, geh mal runter. Geh mal warte runter mal, von dem ich Ding. Kann ja auch. Jetzt geh doch mal runter. Ja auch du das Ding mal weg. Ja, komm hier. Da, wenn man da einzeln draufsteht, dann geht's, glaube ich. Ich kann auch verschiedene große Kisten bauen, ist mir hier gerade aufgefallen. Ja, was soll ich hier machen? Wir müssen jetzt hier hoch auf Kiste. Ja, dann. So. Nee, erstmal so eine Kiste. Und Vorsicht, hier sind links und nein, rechts. Nein, das wäre jetzt viel Spamme hier wieder. Links und rechts sind da ich so. Glaub, ich wollte nur aus dem Weg gehen. Ja, schmeiß Mars mal schön in die Pfeile rein. Ja, ist egal. Ich mach das selber. Nee, ich hab da noch was gesammelt. So, jetzt muss man mit dem Schild irgendwie vorgehen, glaube ich. Aber Kiste tut's auch, sehe ich gerade. Geh mal auf die andere Seite. Ich glaube, du bist schwerer, oder? Nee. Bin mir nicht sicher, aber kann das sein, dass ich auch ein bisschen schneller laufen kann? Also, dass ich schneller bin als du so? Lass mal probieren, bitte. Ah! Ja, toll. Ist doch, da kann man jetzt eigentlich diese, weil, egal. Weiß ich nicht, können wir gleich mal testen. Was ist denn hier? Haben wir kaputt? Ja, ich kann nicht. Ich kann nur Smoke. Kann ich hier auch einfach wegschmeißen? Gehen die dann kaputt? Nee. 50 oben immer viele hier in diesem Level zu holen sind, oder? Achtung! Nee, die 50 ist bis zum nächsten Level ab, also bis du einen Fertigkeitspunkt kriegst. Okay. So, das haben und wir. Und dann kannst du den Fertigkeitspunkt verteilen. Wo denn? Wie denn? Was denn? Wann denn? Ja, wenn die 50 voll sind. Ja, wo verteile ich denn hier Fertigkeitspunkte? Also bei mir ist es auf Select, aber ich spiele ja auch mit Gamepad. Ja, hast du das gesehen? Bei mir auch ah, mit Tab. Ist ja geil. Teilmagnetisierung. Kommt mal hier hoch, wo die Steine sind. Ja, warte mal. Ah, manchmal kriegst du irgendwie den zweiten. Ja, aber da klappt der Boden weg, da kannst du gar nicht drüber laufen. Ich kümmere mich mal um den Gobbel da. Kannst du das denn? Ich bin filigran. Ein filigraner Ritter. Ein filigraner Springer. Habt ihr Spaß? War gutes mit? Essen und Frauen oder so. Ja, wie der da runtergefallen ist. So, achso, dann komme ich jetzt mal wieder hinter. Soll ich dich mal hochfliegen lassen? Oh, verdammt. Unsinn macht, danke.
Nein! Irgendwie manchmal macht er den zweiten Sprung nicht. Irgendwie, also so Doppelsprünge gehen nicht. Jo. So, jetzt muss ich selber laufen. Toll. Habt ihr die ganzen Bobbles eingesammelt da hinten? Na, was ich gesehen habe, habe ich eingesammelt. Weil da kann man nämlich, ich glaube, da oben gibt es noch eine Schatztruhe, wo man hochfliegen kann. Mit dieser, auf dem Stein, wenn mich nicht alles täuscht. Auf dem Stein? Warte, geh nochmal zurück. Ah. Wenn du hier links hoch kommst, dann ist da oben eine Schatztruhe. Genau, hier sind auch noch Bobbles. Ja, kann ich nicht. Ja, aber ich muss ein Stück nach links. Warte, nach links kann ich. Also, so ist gut. Ja, weil da ist eine Schatztruhe hier oben. Nein! Soll ich warten? Bin tatsächlich total... Komm mal her. Oh, Sammlergemälde gefunden. Yay. Genau. Ah, ich kann hier mit die Dinger auch einfach wegbouncen, wenn die nerven. Ja. So. So, dann mal rüber mit euch. Ich dachte, du fährst mich. Ach, dann komm her. Ich muss wieder alles selber machen. Ich gedacht, ja, dafür habe ich mir den Augen geholt. Da kommt man auch ganz hoch, wenn du hier mal oben guckst, Mars. Ja. Wenn du mal da drauf steigst, dann siehst du, da oben ist eine Plattform. Da muss auch irgendwie oben was sein, aber was weiß ich nicht. Herbst ist da. Aber wir sind alle voll. Ah, okay. Und den habe ich also auch. Okay. Den haben wir auch. Oh, da Kiste rüber. Sehr schön. Ja, das Problem ist, Achtung. Da Snoop, musst du hoch, weil ich kann das nicht kaputt machen da oben. Da! Schön die Kiste weggehauen. Den Typen kann ich nicht. Und auch hier, da wirst du ran müssen, da kann ich nicht. Die kann ich nicht kaputt machen. Oder hier durch. Nee, erstmal da oben sind doch so Teile, oder nicht? Ja. Au. Oh. Kannst du noch umschlagen? Ja, cool. Aber ich glaube, lass uns mal erst nach rechts gehen. Lass uns mal, hau mal hier unten die Felswand weg. Guck mir hier so nach. Ja, immer eins nach dem anderen. Ah, das ist dein Job, Sepp hier. Den, ja, die du musst Kugel. Mit der Wand, genau. Ich will dich die Wand hauen. Das war aber sehr sanft. Oh. Ja, das war ziemlich sauer. Okay. Ja, gut, ich kann halt nicht. Ah! Ja, nee, müsste. Time. Oder einfach Damage fressen, ja. Okay, ich gebe zu. Oh. Nein, down. Ja, du wirst jetzt erst wieder. Bei der nächsten Heilbubble wahrscheinlich, ne? So, den einen habe ich blockiert. Genau, bei der nächsten Heilbubble, wenn wir da oben sind, wirst du wieder zum Leben erweckt. Also bei der hier jetzt. Yeah, zack. Cool. Thanks. Da hinten geht's nicht weiter, da waren wir schon jetzt, Mars. Ja, ich komm. Ah! Vorsicht! Mhm. Was das? Ja. Ja, Vorsicht, wenn du ihn hinter uns ablegst. Na dann, los. Yay! Bounce. Achtung, da ist ein BB, ein böser Bursche. Au! Da muss man aufpassen, dass man hier die...
Bubbleblase. Ja, wechsel ich doch mal dein Schwert. Ich glaube, zwei sind zu viel. Ja, offensichtlich, ja. Geht halt dazwischen. Na los. Kommt ihr da rauf? Ja, warte. Ich glaube, links ist noch was. Snoopen. Ich glaube, ja, sogar über uns ist auch noch was, aber lass es. Heb mal Maß hoch, wenn er eh schon oben ist. Weiter, weiter, ja, passt. Weiter links jetzt. Weiter kann ich nicht. Ja, dann guck ich hier mal. Okay, war noch einer. Mehr ist allerdings jetzt nicht zu sehen. Machst du mal die Kiste auf, Mars, hier? Oder Sepp macht's? Die triste Wildnis. Drückst du erstmal als Kepe? My sister is beautiful, charming and bold. I love her so. Okay, aber ich glaube, Zeit ist gerade 20 Minuten für die erste Folge sind irgendwie um. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.